Jo, liebe Leute, Theo hier, ich begrüße euch recht herzlich und ja, Leute, ja, ich weiß, wieder ein Mario Odyssey Video, aber ich habe gedacht, komm, den Glitch muss ich euch noch zeigen, der ist nämlich schon ein bisschen älter, aber ich hatte ihn hier noch nie vorgestellt und ich wollte ihn selber mal ausprobieren, habe ich mir gedacht, komm, filmst du und machst ein Video und machst ein kleines Tutorial und ich erkläre euch das Ganze, wie es funktioniert. Und zwar, ihr habt richtig gelesen, man kann auf Lava laufen mit diesem Glitch, was echt geil ist, und der Glitch ist auch relativ einfach, ich habe ihn direkt geschafft beim ersten Mal, aber nur, dass ihr es wisst, 2018 wird der Content sich hier nochmal ein bisschen ändern und da wird es auf jeden Fall nochmal andere spannende Videos geben, Leute. Und Leute, ihr müsst für den Glitch 500 Monde haben, damit ihr die stockfinstere Seite des Mondes freischaltet. Dann fliegt ihr dahin, macht kurz ein bisschen diese Sprungpassage mit dem Frosch da, damit ihr reinkommt letztendlich in diese riesen Challenge, wo auch die Lava ist. Und zwar gibt es einen Glitch, der euch erlaubt, die Zeit anzuhalten, aber ihr könnt euch trotzdem noch bewegen. Und zwar, alles, was ihr dafür braucht, sind Goombas und so ein Superherz und so ein Königsherz, wo ihr nochmal 3 zusätzliche Hits geschenkt bekommt, also 3 so eine zusätzlichen Lebensbalken. Und der Glitch ist relativ simpel. Ihr müsst, wie gesagt, die 2 Komponenten haben und ihr müsst dann so ein Stack Goombas in Richtung dieses Herz laufen lassen und müsst dann Cappy auf die Goombas schmeißen, wenn sie gerade das Herz berühren. Dass ihr sozusagen mit Cappy das Herz und auch die Goombas gleichzeitig einsammelt. Und dann seht ihr hier, ich habe es geschafft, weil am Anfang sind ja diese Goombas bei dem Propeller-Ding. Und ihr müsst erstmal das Propeller-Ding besiegen. Dann droppt das so ein komisches Herz und dann könnt ihr das einfach ausführen. Und ihr merkt auch sofort, die Zeit ist eingefroren. Also wirklich alles steht still. Die Goombas bewegen sich nicht mehr. Ihr könnt aber die Goombas zum Glück noch verlassen. Und ich habe es dann sofort getan. Ich bin einfach mal sofort auf die Lava gegangen, die schon da war. Und selbst auf der kann ich rumlaufen. Dann habe ich versucht, dann wollte ich da hochspringen. Und ich wusste das gar nicht. Ich habe Cappy dann geschmissen, weil ich natürlich so einen Cap-Sprung machen wollte. Aber Leute, selbst Cappy kann diesen Glitch nicht entfliehen und friert auch ein. Also ich habe ihn geschmissen und dann ist er einfach in der Luft stehen geblieben und ja, dann geht's weiter ohne Cappy. Ihr seht es hier, ich laufe einfach ohne Cappy rum. Cappy ist eingefroren und es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwie Cappy wiederzuholen. Dann seht ihr hier, ich kann einfach auf der Lava laufen, als wäre nichts los. Und selbst andere Gegner, selbst hier diese komischen Drehdinger mit den Stacheln, die können mir nichts anhaben. Selbst die Tomate, ich kann sogar in die Tomate reingehen hier, das sieht ziemlich lustig aus. Da passiert auch nichts. Sprich, man ist unverwundbar, man hat irgendwie die Zeit angehalten. In die Kanone kann ich auch reingehen, aber halt nicht so wie vorgesehen, sondern ich kann da einfach so rein. Leider kann man nicht weiter. Ich habe dann wirklich für Mario nur noch den Tod in Aussicht gesehen, weil es nichts anderes gibt. Was soll ich machen? Habe ich gedacht, stürze ich mich runter, aber nicht mal das funktioniert. Mario kann sich nicht mal selber umbringen. Also Leute, nicht mal das ist ihm geblieben. Er kann sich nicht mal selber umbringen. Man fliegt einfach durch die Lava, die unten ist. Dieser ganz normale Cappy-Schrei, wenn man in die Tiefe stürzt, kommt auch nicht, weil Cappy eingefroren ist. Man stürzt einfach durch die Lava und in einer unendlichen Animation in die Tiefe des Mondes fliegt man einfach dort. Alles ist schwarz. Man sieht nur noch so ein komisches Licht und Mario bleibt in dieser Animation einfach stecken, Leute. Ja, das war der Glitch. Ich wollte ihn euch einfach nochmal zeigen. Ich weiß, Mario Odyssey. Ich habe so viele Glitches euch schon gezeigt, aber mir macht das Spaß und ich denke auch, dass es euch gefällt. Ich sehe es ja immer wieder. Ein paar Leuten hängt Mario Odyssey jetzt einfach zum Hals raus. Kann ich auch vielleicht verstehen von der einen Seite her. Aber Leute, 2018 kommen auch wieder andere Sachen. Aber auch noch ab und zu natürlich Mario Odyssey. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.